Hallo liebe Zuschauer, wir melden uns hier von der Premiere des Udo Lindenberg-Films. Ich wollte diese Anmoderation jetzt eigentlich tatsächlich sehr journalistisch pontiert machen, aber machen wir nicht. Wir sind auf der Premiere vom Udo Lindenberg-Film, es ist scheiße kalt draußen, es ist Januar und ich warte eigentlich nur und gucke, welcher der Bachelor-Kandidaten heute hier vorbeikommt. Ich freue mich sehr auf die Premiere. Für viele Fans, die hier auch sind, ist es, ich glaube, ein schriller und schöner Funke im tiefen Meer ihres Herzens, wenn sie Udo heute mal sehen dürfen. Und hinter mir, da sind schon ein paar Fans auf dem roten Teppich, die jetzt hier Fotos machen und werden direkt vom Security runtergekloppt. Ich freue mich auf die Premiere. Let's go. Ja, gefällt mir. Und überhaupt ist heute wieder alles klar. Der Andrea Doria. Hallo liebe Viva-Zuschauer, wir sind live von der Udo Lindenberg-Premiere. Es ist wie auf der Love Parade. Guck mal hier, mach mal einen Schwenk. Es ist so viel los auf diesem Teppich. Jetzt fängt nur noch Dr. Motte. Wie ist es für dich, an der Seite sehen zu sein, neben einem der schönsten Männer Deutschlands, Udo Lindenberg? Ja. ich habe Udo tatsächlich gerade vor einer halben Stunde kennengelernt. Ein total sympathischer Kerl. Haben Sie alles gut drauf? Kriegen Sie ein gutes Selfie hin? Ja. Was hat er für Songs gemacht? Hier Ein Bett im Kornfeld und was noch? Schon gehört? Du hast sehr viel Udo Lindenberg auch früher gehört. Hattest du mal eine CD zu Hause von ihm? Ja, ich bin schon ohne CDs mehr oder weniger aufgewachsen. Also das lief dann direkt über einen Laptop. Genau. Hat man sich illegal mal runtergeladen? Nee, nein, also ganz normal, aber ich hatte keine die CD, sondern eigentlich halt so die besten Hits oder so. Können Sie sich vorstellen, nochmal einen Film über einen Musiker zu drehen? Es gibt ja jetzt gerade einen Musiker, der ist aktuell beliebt und hat einen enormen Erfolg. Michael Wendler. Kenn ich überhaupt nicht. Kannst du eigentlich singen? Ja. Könntest du dir vorstellen, mal ein Duett mit Udo zu singen? Ja, definitiv. Ja, klar. Ich habe gerade schon Blümchen gesehen, da könnt ihr theoretisch Udo und Techno zusammen kombinieren. Wäre das eine Idee für dich? Oder vielleicht, wenn es vierten Fuck You Goethe gibt, wäre das der Soundtrack dafür? Das können wir dann alles machen, ja. Michael Wendler, kennen Sie nicht? Nee, ehrlich nicht. Wirklich nicht? Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ. Kennen Sie nicht? Ist jetzt die Freundin, ist jetzt aktuell im Playboy ab Donnerstag. Ach echt, das ist interessant. Das könnte man direkt im Film mit aufnehmen. Ich will nicht gerade Versagensängste. Aber auch so ein bisschen, so traue ich mich, habe ich 15 Doppelkorn reingeballert und so, ne? Und dann bin ich da auch noch hingeknallt und so, ja, dann hat der Spot mich geblendet, dann habe ich das Mikro nicht richtig gepackt und so, ne? Und die Leute haben gedacht, das hat er alles geprobt, das ist alles Inszenierung, totale Choreografie und so, wie grazil er auf die Fresse fliegt und so, wie das Mikrofon dann hinterher fliegt, direkt auf die Schnauze, genau, auf den Einsatz von dem Song und so, ne? Ja, auf die Szene freu mich jetzt auch drauf, ehrlich gesagt. War das jetzt Helge Schneider oder war das Udo? Ich kann es gar nicht mal unterscheiden, ehrlich gesagt. Normalerweise erwartet man den Udo hier vor auf dem roten Teppich. Wir haben schon sehr viele Imitate gesehen. Und jetzt kommen sie einfach von hinten vor. Sie sind immer für eine Überraschung gut, ne? Wir haben heute so eine kleine Aktion mal gestartet so, und uns so ein bisschen im Stil der 70er Jahre gekleidet. Und ich bin selber seit 83 dabei, bei jedem Lindenberg-Konzert oder fast jedem Lindenberg-Konzert. Ja, sie treten ja selber auf, klar, ne? Selbstverständlich. Sie wohnen ja im Hotel. Im Atlantik. Im Atlantik wohnen Sie ja. Und wie ist das so? Ich meine, da sind ja auch ganz viele Leute. Wie kommt man da rein und raus? Durch die Tür. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich aus dem Video. Es war ein tolles Event hier vom Roten Teppich der Udo Lindenberg-Premiere. Auf Wiedersehen. Liebe Grüße nochmal an Udo hier. Er dankt auch mal. Und schön. Alle Fans nochmal. Alle Fans, ich grüße dich hiermit alle Fans nochmal und ich wünsche euch einen schönen Abend, ne? Und viel Spaß bei der Filmpremiere heute Abend. Und Lola hat Geburtstag und man trinkt darauf, dass sie wirklich mal so alt wird. Aber wenn du hier drauf willst, musst du aufpassen, nicht, dass das passiert wie Jason Derulo auf Instagram. Ne? Ein bisschen aufpassen. Hey, Udo Lindenberg, grüß deine... Ja, schön, endlich mal ein Interview gekriegt. Finde ich sehr gut. Ja. Und jetzt ein Depp. What? Nee. TikTok. Ja, egal, geht auch.